Willkommen bei meinem YouTube-Kanal Liebe mit gefüllten Reifen. Heute, am 14. Dezember mit dem 14. Türchen, geht es weiter mit den verschiedenen Eigenschaften Gottes. Eine weitere Eigenschaft von ihm ist, dass er das absolute Leben ist. Er bringt alles in Sein. Er ist derjenige, der wirklich ist, der existiert. Wenn er sich in der Geschichte mit dem brennenden Dornbusch als der Ich Bin, beziehungsweise Ich Bin da, offenbart, dann ist das ganz genau sein Wesen. Besser kann man es nicht beschreiben. Er ist derjenige, der wahrhaftig existiert. Alles andere, alles außerhalb von ihm, ist nur eine Illusion. Das gibt es gar nicht wirklich. Und deshalb sucht jeder, der lebenshungrig ist, unbewusst nach Gott. Deshalb kann einem ohne Gott nichts in der Welt diesen Hunger und diesen Durst nach Leben stillen, wenn wir es getrennt von einem absoluten Leben zu stillen suchen. Das ist meine Zusammenfassung für euch für heute. Denkt darüber nach, jeder von uns ist lebenshungrig. Und selbst wenn wir lebensmüde sind, sind wir eigentlich deswegen lebensmüde. Ich glaube, das sollten wir mal neu denken, weil wir in Wirklichkeit in uns so einen Hunger nach Leben haben und merken, dass das, was wir um uns herum haben, diesen Hunger nicht stillen kann. Und auch hier gibt es wieder die Quelle, die das Leben selbst ist, zu der wir uns hinbegeben können. Gott ist das Leben. Es kann außerhalb von ihm kein Leben sein. Und das bedeutet jetzt nicht, dass jeder von uns, wenn er nicht dazu berufen ist, ins Kloster gehen muss oder nur 24 Stunden am Tag nichts anderes tun muss, als auf den Knien zu sitzen und Gebete zu sprechen. Das ist grundsätzlich keine schlechte Idee. Gleichzeitig hat Gott diese ganze Welt erschaffen, das ganze Universum. Und Gott ist außerhalb des Universums und doch ganz drinnen. Er ist ein scheinbares Paradox. So wie es beim Gesang ist, jeder, der Gesang gelernt hat, weiß, dass Gesang auch lauter Paradoxien hat, scheinbare Paradoxien. Wir atmen aus. Das erzeugt den Ton. Gleichzeitig müssen wir das Gefühl von Einsaugen haben, damit die Stütze bleibt. Aber wenn wir diese beiden Dinge nicht die Luft rausströmen lassen und gleichzeitig dieses Gefühl von Einsaugen haben, dann kommt der Ton nicht so glänzend und nicht so schön, wie er sein soll. Und genau das ist diese Sache. Gott hat viele Dinge in der Welt so geschaffen mit scheinbaren Paradoxien, damit wir erkennen, dass das alles Sinn macht, selbst wenn unser Verstand das als Paradox wahrnehmen möchte. Wir dürfen leben. Wir dürfen tun, was uns Freude macht, soweit es in unserer Macht steht und soweit wir das auch können. Wir dürfen alles. Gottes Bitte dabei. Und wenn wir klug sind, damit auch tatsächlich all das, was wir gerne machen wollen, wirklich mit Leben gefüllt ist, dass wir ihn damit hineinnehmen, nicht ausschließen, sondern dass Gott nicht einfach nur in einer Pyramide ganz oben steht, dann kommt vielleicht meine Ehe, meine Kinder, meine Arbeit und so weiter. Und ich stufe das so ab. Nein, es geht darum, er ist das Leben und von oben, ja, wird das Ganze runtergerieselt und aufgefüllt. Ihr kennt vielleicht dieses Bild von Champagnergläsern, wo die so wie eine Pyramide sind und oben schüttet man hinein und dann wird jedes Glas voll gefüllt. Und das ist, wie die Beziehung mit Gott sein sollte. Er gießt den Champagner unseres Lebens aus und füllt alle Bereiche unseres Lebens mit seiner Güte und seiner Liebe und mit seinem Leben. So viel heute. Wir sehen uns dann morgen.